Hallo. Schön, dass ihr alle noch da seid nach diesem langen, heißen Tag. Ich bin Sophie von der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative. Uns gibt es seit 2016 als Mitmachkampagne und Zusammenschluss antifaschistischer Menschen und Strukturen. Wir haben uns gegründet, um den Aufstieg rechter Kräfte etwas entgegenzusetzen. Damit meinen wir Faschos auf der Straße, damit meinen wir die AfD, aber damit meinen wir auch die autoritäre Wende bürgerlicher Parteien und ihren Rassismus der sogenannten Mitte. An dieser Stelle gehen Grüße raus an die CDU und die SPD mit ihrer Politik der Abschottung und ihrer Politik, die oft nichts anderes macht, als Elend, Ausbeutung und Angst immer weiter und immer brutaler zu verwalten. Danke für nichts. Der Staat kann uns nicht helfen, denn der Staat ist Teil des Problems. Als Antifa wissen wir das nicht erst seit gestern. Wir stellen uns schon lange Nazis in den Weg. Wir zeigen schon lange auf die Verstrickungen von Parteien, Institutionen und Neonazi-Strukturen. Und dafür werden wir auch schon lange diskreditiert und kriminalisiert. Kriminalisiert werden wir aber auch dafür, dass wir mehr wollen. Mit unserem Antifaschismus versuchen wir nicht, eine heile Welt zu verteidigen. Denn der Normalzustand war schon immer schrecklich für die meisten. Wir wollen die Ursachen für den gesellschaftlichen Rechtsruck an der Wurzel benennen und diese Gesellschaft als Ganzes verändern. Wir waren heute zusammen und mit euch auf der Straße, um laut und deutlich zu sagen, Nationalismus will dort Gemeinsamkeit stiften, wo nichts Gemeinsames ist und will uns dort spalten, wo wir verdammt nochmal zusammengehören. Nationalismus ist keine Alternative und war es auch noch nie. Wir wollen das Hauen und Stechen, das auch immer rassistisch aufgeladen wird, beenden. Antifa heißt für uns Solidarität verteidigen und für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Das heißt, ein Ende des Kapitalismus, ein Ende des Zwangs zur Konkurrenz. Unser Wort des Tages ist heute, ein ernst gemeinter Antifaschismus muss immer auch antikapitalistisch sein. Vor einem Jahr wurde im NSU-Prozess das Urteil gesprochen. Das Urteil über die Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Özoğlu, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Çurgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter. Im Prozess fragten deren Angehörige immer wieder, wer hat dem NSU geholfen? Warum wurde ausgerechnet ihr Sohn, ihr Vater oder ihr Freund ermordet? Gemeinsam mit den Familien der Opfer hören wir als Tribunal NSU-Komplex auflösen, nicht auf zu fordern. Kein Schlussstrich. Denn wir wissen, auf eine Bundesanwaltschaft und auf Gerichte, die zu Nazi-Netzwerken schweigen, können wir uns nicht verlassen. Die Morddrohungen gegen die Anwälte in Cederbaşa Yıldız, die rechtsextremen Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, der Mord an Walter Lübcke, machen deutlich, dass die Nichtaufklärung des NSU-Komplexes für uns alle gefährlich ist. Solange der NSU-Komplex nicht aufgeklärt ist, wird es weitere Morde geben. Die Familien Yozgat und Kubaşık haben es schon 2006 gefordert. Wir fordern es weiter. Kein nächstes Opfer. Ist es noch nicht fertig? Vielen Dank. Rojbaş, hallo. Ich bin Nevros aus Hanau von der Initiative Welcome United. Wir waren heute Teil des Parade Power Block. Ein Block von Antifa, von Migrantinnen, von Geflüchteten, von Seenotretterinnen und von uns allen gemeinsam, die hier auf der Bühne stehen. Wir haben beschlossen, hier in Sachsen gemeinsam auf die Straße zu gehen. Denn in den letzten 3 Monaten, während der Tour, die wir in Sachsen gemacht haben, waren wir in Orte wie Bautzen, Zwickau, Borna, Döbeln und Pirna.
Wir haben viele Menschen getroffen, wir haben viele Menschen mitgenommen. Heute in unserem Block waren Menschen aus all diesen Städten, aber nicht nur. Die Menschen kamen von überall. Und wir haben uns heute gemeinsam das Versprechen gegeben, dass wir als Migrantinnen, als Antifa, uns in diesem Kampf gegen Rassismus, gegen Abschiebungen, für Bleiberecht, gegen Lagerunterbringung, gegen Arbeitsverbote, gegen Nazis, gegen die AfD, aber auch gegen die rassistischen Gesetze zusammen dagegen kämpfen werden, uns verteidigen, aber auch uns wehren werden. Die Frage ist, ob ihr alle mit dabei seid in diesem Kampf. Antifaschista! Antifaschista! Ich darf dieses Mal nicht überziehen, sorry. Ja, also ich möchte euch danken. Eure Anwesenheit hier macht vielen Menschen Mut. Heute ist ein angstfreier Tag in Dresden. Danke euch allen! Unsere Freunde vom Netzwerk Polylux haben eine bundesweite Fördermitgliedschaft gestartet, um Projekte im Osten zu stärken. Unser Einsatz gegen Rassismus, Ausgrenzung, Abschiebung, für Bleiberecht sind unermüdlich. Heute feiern wir und morgen machen wir mit euch weiter. Dankeschön! Antifaschista! Yalla, yalla! Antifaschista!